Hey meine Lieben, willkommen zum neuen Video von mir. Heute habe ich mal nach sehr langer Zeit eine Hörbuchrezension für euch. Wie ihr wisst, bin ich ja ein sehr, sehr großer Hörbuchfan und ich höre eigentlich ständig Hörbücher. Aber ich rezensiere natürlich nicht alle, weil ich weiß, dass ja viele einfach auch nicht ganz so interessant werden, wie zum Beispiel, wenn ich über jedes Hörbuch aus der Eve Dallas-Reihe oder über jedes Hörbuch aus der McCloud-Reihe, ja, wenn ich da immer ein Video zu machen würde, das hätte vielleicht 10 Klicks oder 20 oder was und das bringt mir jetzt auch nicht so viel und ja. Deswegen mache ich eigentlich nur die Hörbuchrezensionen, wo ich davon ausgehe, dass es mehrere Leute interessiert, wenn es zum Beispiel polarisierende Dinge sind, wovon auch generell in den Booktuber-Dingen viel, viel erzählt wird. Und so ist es heute. Und zwar möchte ich heute mit euch über die After-Reihe von Anna Todd reden. Und zwar über den ersten Teil, den ich jetzt erst zu Ende gehört habe. Und ich habe jetzt auch gerade erst mit dem zweiten Teil angefangen. Also ist alles noch relativ frisch so in meinem Kopf. Und ja, wie schon gesagt, die Reihe nennt sich After und der erste Teil hieß After Passion und der zweite Teil heißt jetzt After Truth und der dritte Teil, glaube ich, After Love. Aber bis ich den höre, wird es noch ein kleines bisschen dauern, weil, wie gesagt, ich bin ja gerade erst beim zweiten Teil, da habe ich gerade erst angefangen und ja, also von Anna Todd geschrieben, auch eine sehr junge Autorin, was ich so mitbekommen habe und ich will nichts Falsches sagen, aber das, was ich bisher so bei diesem Roman im Hintergrund so geforscht habe, habe ich eben gelesen, dass Anna Todd so ein Fan von One Direction ist und vor allen Dingen von Harry Styles und dass eben der männliche Hauptcharakter in den After-Büchern sehr an Harry Styles erinnern soll. Also er ist schon noch ein bisschen anders, aber dass er eben von ihm inspiriert sein soll. Und ja, wenn ich mir dann so Harry Styles angucke, denke ich so, nicht mein Typ. Also er ist überhaupt nicht mein Typ. Ich bin dann eher so jemand, der auf diesen Zayn Malik oder so steht. Also den finde ich sehr heiß, aber Styles überhaupt nicht. Harry Styles finde ich jetzt überhaupt nicht heiß. Aber okay, gut. Jeder hat ja seine Geschmackssache und das ist halt nur das, was ich jetzt so gehört habe. Und ja, jetzt kommen wir mal zu dem richtigen Hörbuch. Ich versuche wie immer nicht zu viel zu erzählen, aber ich habe echt so einen Redebedarf darüber, weil es ein Hörbuch ist, was ziemlich viel auch in mir ausgelöst hat, sage ich jetzt mal, und was mich sowohl berührt hat, als auch zum Lachen gebracht hat und was ich einfach im Großen und Ganzen ein unglaublich tolles Hörbuch fand, was mich viel mehr überrascht hat und überzeugt hat, als ich es je gedacht hätte, denn ich weiß gar nicht, wann es rausgekommen ist, aber ich glaube, der erste Teil kam Anfang des Jahres raus und ich habe davon gar nicht so viel mitbekommen und habe es dann jetzt erst vor kurzem entdeckt. Und dachte mir dann, eigentlich klingt es echt gut und der erste Teil ging jetzt über 20 Stunden, das ist halt echt schon viel und aber die anderen Teile gehen noch länger, also der zweite Teil glaube ich jetzt um die 22 Stunden. Es ist schon viel, aber ich finde es gut, wenn man längere Zeit dann was dran zum Hören hat und das wollte ich jetzt eigentlich sagen. ich war am Anfang echt so ein bisschen skeptisch, weil ich gerade auf Audible, da wo ich immer die Hörbücher kaufe, habe ich sehr, sehr viele schlechte Rezensionen gehört, habe ich sehr, sehr viele schlechte Rezensionen gelesen, wo einfach viele geschrieben haben, dass dieses Hörbuch ihnen zu langatmig war, zu viel hin und her und sowas und ich dachte, sollste, aber ich habe es einfach mal gewagt, denn die Kurzbeschreibung hat mich einfach sehr angesprochen und ich würde sagen, ich versuche euch eine kleine Inhaltsangabe zu geben und ich versuche nicht so viel zu erzählen, aber so viel, wie ich für nötig halte. Also, in dem Hörbuch, in dem ersten Teil, After Passion, geht es um Tessa Young. Sie ist 18 Jahre alt und sie wohnt mit ihren Eltern, nein, nicht mit ihren Eltern, mit ihrer Mutter, wo wohnt sie denn? Oh, weiß ich jetzt gerade nicht. Aber auf jeden Fall im Staat Washington. Und ihr erster Tag beginnt eben damit, dass sie an die Washington State University geht. Und da nimmt sie noch ihren Freund mit, Oh Mann, ich hasse das, wenn ich drehe, mir dann die Namen nicht einfallen. Mir fällt gerade echt der Name von ihm nicht ein. Ich sehe ihn vor mir so, aber ist eigentlich auch gar nicht so wichtig, ne? Also auf jeden Fall hat sie noch einen Freund, mit dem sie schon sehr, sehr lange zusammen ist und mit dem sie eigentlich glücklich ist und wo sie eigentlich davon ausgeht, dass sie ihn liebt. Und eigentlich ist zwischen den beiden alles schön und gut und sie und ihre Mutter geben sie dann da im Wohnheim ab. Und sie sind alle erstmal ziemlich geschockt, als sie ihre Mitbewohnerin kennenlernen. Und zwar ist es Steph, eine rothaarige, sehr tätowierte, verrückte junge Frau. Ja, und natürlich, Tessa ist jemand, der mit sowas überhaupt nichts zu tun hat. Sie mag keinen Alkohol, sie nimmt keine Drogen, sie ist ein richtig braves Mädchen, ein sehr ich würde nicht direkt sagen schüchtern, aber schon eher zurückhaltend. Sie ist das, was man wirklich so als nettes
liebes Mädchen von nebenan bezeichnen würde. Und natürlich ist es für sie ein Schock, wenn sie in ein Zimmer kommt, wo dann jemand wie Steph sitzt, der, wie gesagt, sehr tätowiert ist, der rot gefärbte Haare hat und einfach sehr flippig, das totale Gegenteil von ihr. Und dann lernt sie auch gleich schon nach wenigen Minuten Hardin kennen. Und Hardin ist, wie ich vorhin schon angesprochen habe, die männliche Hauptperson in diesen Hörbüchern und ist eben inspiriert von Harry Styles. Er soll auch eher längere, lockige Haare haben und sehr viele Tattoos. Und ja, mein persönlicher Typ wäre es jetzt überhaupt nicht, ja. Also ich meine, ich stehe zwar auch auf dieses Bad Boy Image, aber erstens gefallen mir lange Haare bei Männern nicht und zweitens, Tattoos, finde ich, gehen bis zu so einem gewissen Grad. Jeder kann es natürlich selbst entscheiden, aber ich persönlich finde es nur schön, wenn es so ein paar sind und nicht, wenn ganz viel vom Körper davon bedeckt ist. Aber gut, ja, wie gesagt, Tessa ist dann auch erstmal von seinem Anblick total geschockt und er ist auch extrem unfreundlich und das Ganze und sehr, ja, er benimmt sich echt wie ein Arsch und man denkt sich so, hat er keine Erziehung gehabt und so Sachen und auch Tessas Mutter schlägt dann sofort vor, ja komm, wir nehmen dich in ein anderes Zimmer, hier kannst du auf gar keinen Fall bleiben, aber Tessa ist es natürlich unangenehm und will nicht, dass ihre Mutter sie da so bevormundet und bleibt dann in diesem Zimmer und ja, wo mache ich jetzt weiter? Dann natürlich, das so viel muss ich ja eigentlich sagen, ich meine, es ist ja klar, sonst wäre es ja nicht spannend, natürlich fallen dann viele Dinge zwischen Tessa und Hardin vor, Tessa verliebt sich in Hardin und ja, sie erleben eigentlich viele schöne Dinge und bei ihnen geht auch alles sehr, sehr schnell und sie trennt sich dann auch von ihrem Freund, weil sie eben mit Hardin merkt, was wahre Liebe ist, was eine pure, echte Liebe ist und sowas hat sie auch noch nie erlebt und auch gerade was in sexueller Hinsicht ist, hätte ich gar nicht so erwartet, dass da doch schon so viel Sexuelles mit dabei ist, weil sie eben auch vorher noch Jungfrau war und so und sehr unberührt und das Ganze und ja, Hardin, ja, da will ich auch nicht so viel verraten, aber man mag ihn eigentlich schon, also je länger man ihn kennenlernt, desto mehr mag man ihn und es gibt aber einfach so viele Stellen, wo man nicht glauben kann wiederum, was am Ende rauskommt, dass er, also ich glaube ihm auch, ihr werdet verstehen, was ich meine, wenn ihr das gehört habt, weil das Ende ist schon echt heftig, da erfährt sie was echt krass ist und was die ganze Beziehung zwischen den beiden wirklich zerstört und ja, aber zu den Dingen, die mich so ein bisschen an Tessa stören, also erstmal, ich mag Tessa sehr gerne, sie war mir schon sympathisch, viele haben geschrieben, dass sie ihn nicht sympathisch ist, aber mir ist sie halt sympathisch, weil sie mir vielleicht recht ähnlich ist, ich bin auch jemand, ich trinke kaum Alkohol, ich nehme auf gar keinen Fall Drogen, ich bin auch eher so dieses Good Girl, sag ich mal und ja, ich gehe nicht gerne auf Partys und so Sachen, das sind Dinge, bei denen wir uns einfach sehr ähnlich sind und aber in manchen Dingen ist sie auch manchmal einfach so naiv und so ja, dumm, dass sie manchmal auch die Wahrheit nicht erkennt. Also sowohl wenn Hardin lügt, als auch wenn Hardin wirklich die Wahrheit sagt, kann sie es ihm trotzdem nicht glauben. Ich verstehe das auf der einen Seite schon, weil er sie wirklich oft nicht verarscht, aber es ist, wie viele geschrieben haben, es ist ein sehr großes Hin und Her und natürlich habe ich auch zwischendurch mal gedacht, okay, es reicht jetzt, ja, aber im Großen und Ganzen musste man trotzdem immer weiterhören, weil man immer wieder wissen wollte, was passiert und das ist eigentlich auch so mein Fazit von dem ganzen Hörbuch. Ich fand es tausendmal besser, als ich es mir vorgestellt hätte. Es hat mich so sehr gepackt, weil ich mich ja einfach mit Tessa sehr gut identifizieren konnte, in nicht allen Punkten, aber in vielen Punkten und das war das, was es so besonders gemacht hat und ja, ich habe lange kein Hörbuch mehr gehabt, wo ich mich so angesprochen gefühlt habe und wo ich mir selbst so gewünscht hätte, auch mal Tessa zu sein, weil ihr Leben hat sich durch Hardin einfach so verändert und wurde so aus der Bahn geworfen und irgendwie hätte ich das auch gern, weil im Moment ist alles einfach so ein bisschen, ich will nicht, mein Leben ist alles andere als leicht oder so, aber es ist halt alles immer so ein bisschen geregelt und so langweilig vielleicht und ja, wenn da dann jemand kommt, der einen so völlig alles auf den Kopf stellt. Ich glaube, das ist schon auf der einen Seite irgendwie verängstigend, aber auch irgendwie cool. Und ja, ich weiß nicht, ich finde es, glaube ich, echt schön, wenn man jemanden hat, für den man auch bereit ist, so viel zu tun und so viel aufzugeben und so viel zu wagen. Und das fände ich schön, wenn ich sowas vielleicht auch mal hätte. Und ich glaube, das war es jetzt schon mal so im Großen und Ganzen. Also ich könnte natürlich noch mehr über die Geschichte erzählen, weil klar, in 20 Stunden Hörbuch passiert unglaublich viel. Aber das ist jetzt einfach mal so das Gröbste. Man muss Hardin irgendwann auch lieben. Man versteht auch, was er eben, ja, warum er eben in einigen Dingen so ist, wie er ist. Es hat viel mit seinem Vater zu tun, mit seiner Kindheit und ja. Und ich liebe einfach auch alle Facetten an Hardin. Er kann
der totale Arsch sein, wenn er betrunken ist oder wenn er irgendwie gemeine Dinge sagt. Ja, dann will man ihm gerade eine knallen, aber dann kann er auch wieder so unendlich liebevoll und zärtlich sein und so. Ja, und deswegen verstehe ich Tessa total, dass sie ihm auch immer wieder verzeiht und dass sie einfach nicht von ihm loskommt. Und das ist das Schöne zwischen den beiden. Und das ist für mich auch der so ein Inbegriff von Liebe, dass man für jemanden kämpft, dass man ihn nicht gleich aufgibt, nur weil er ein, zwei Fehler gemacht hat, sondern dass man ja daran festhält. Und selbst wenn man es versucht, ohne diesen Menschen zu leben, es dann aber nicht hinbekommt, ja, dass man es dann trotzdem wieder mit dieser Person versucht. Und das ist für mich auch sowas, ja, was für mich auch Liebe irgendwo definiert, wenn man wirklich um jemanden kämpfen kann und wenn man nur mit dieser Person vollendet ist und glücklich ist. Und das ist einfach wirklich schön. Und ja, wie gesagt, das Hörbuch hat mich sehr, 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 sehr oft auch knapp zum Weinen gebracht oder zumindest so ein paar Tränchen sind da manchmal schon geflossen und ich fand es einfach im Großen und Ganzen wirklich schönes Hörbuch, was mich sehr, sehr, ja, mitgenommen hat und ich fand es einfach toll, mehr kann ich dazu nicht sagen und ja, ich freue mich jetzt auch noch auf den zweiten Teil weiterzuhören, der nennt sich, wie gesagt, After Truth, also nach der Wahrheit und ja, das passt wirklich sehr gut, also das, was ich bisher jetzt gehört habe, es ist alles viel ehrlicher zwischen den beiden, es ist alles immer noch sehr schön und leidenschaftlich, was ich echt toll finde, aber es ist vor allen Dingen ehrlich und es ist knallhart und ja, ehrlich und das finde ich gut und ja, es ist gut, dass sie die Wahrheit kennt und aber sie kommt halt trotzdem nicht von ihm los, so ist es nun mal und das ist das, was ich so besonders finde. Also wie gesagt, ich bin sehr gespannt darauf und ich habe schon wieder fast 12 Minuten geredet und ich würde sagen, ich mache jetzt mal Schluss. Ich hoffe, euch gefällt das Hörbuch auch, schaut es euch gerne mal an und ja, würde mich freuen, wenn ihr es hört oder lest, wie auch immer, und dann sehen wir uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Ciao!